Guten Tag, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Book of Demons. Letztes Mal wollten wir eine neue Klasse anfangen, ne? Wir haben jetzt Askel Level 33. Und noch zwei weitere Slots anfangen. Den Erzdämon erschlagen. Das steht tatsächlich nur da. Hm? Witzig. Wir können natürlich auch den Schurken oder den Magier anfangen. Ich habe erstmal Bock auf den... Okay, machen wir erstmal Schurken. Besondere... Ah, die haben tatsächlich neue Karten. Holy shit. Verschießt verhindere Pfeife, die bei Frostmonstern... Muss ja sein, weil ich habe ja sonst nur Nahkampfzeugs gehabt. Kommt ihr ein Monster nach, zerfesselt in kleine Stücke. Beschwöre Spiegelbilder, die an deiner Seite kämpfen und deine Feuerkraft vervielfachen. Eine gerissene Diebin immer auf der Jagd nach Ruhm und Reichtum mit ihrem Bogen durchstreift sie die Katakomben und hinterlässt Berge von Leichen. Durchbohrt von ihren giftigen Pfeilen, Trug und Täuschung und sind ihre mächtigsten Verbündeten. Lass mal, Helena ist okay. Lässig. Normal. Kann nach Beenden der Kampagne herausfordernder werden. Heilen ist einfacher. Erstes gleich, kaufe ich mich an den Sinn, Monster weniger gefährlich. Erster Todrangliste aktiviert, Koch-Speedrun-Rangliste aktiviert. Völlig zufällige Reihenfolge erbetener Karten. Limitierte Heilung, Quellen einmalig, Amulette nur im Kampf wirksam. Ach, das ist ja cool. Das heißt, man kann sich nicht außerhalb heilen, das ist auch interessant. Wiederbelebung und Heilung kosten zunehmend mehr Gold. Ohne Gold, um deinen Charakter wieder zu beleben, stirbt dieser dauerhaft. Spielmodus kann ich mehr gerne, wenn erster Todrangliste aktiviert, letzter Todrangliste Modus super hot. Aktiviert den Modus super, bei dem nur Zeit vergeht, wenn du dich bewegst. Der super hot Modus kann später einstellen. Das ist ja witzig. Ne, wir lassen mal noch trotzdem normal. Roguelike ist mir, glaube ich, noch ein bisschen. Noch, na, so hardcore bin ich dann doch wieder nicht, muss ich sagen. Aber tatsächlich haben wir hier. Kann ich das bitte skippen? Ist das wirklich du? Ich glaube wahrscheinlich, das kennen wir alle schon mal. Ich fange jetzt also komplett mit diesem Charakter neu an. Bis zum Koch. Der Antipapst. Und der Erzdämon. Ja, gucken wir uns mal an. Du kannst auch und an Ort und Stelle stehen beim Standard-Taste Shift. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Rage-Angriff. Anders als Angriff des Kriegers werden abgeschossene Pfeile von Hindernissen und Monstern geblockt. Mit der Shift-Taste kannst du außerhalb deines Reaktionsrates schießen, rechtsklick verschießt Spezialpfeile auf dieselbe Weise. Der Bogen kann nicht genutzt werden, wenn dir Monster zu nahe kommen. Greif in solchen Fällen im Nahkampf an oder zieh dich einige Schritte zurück. Ja, wir können jetzt auch so einfach just for fun schießen. Ohne ein Ziel anzuvisieren. Aha. Okay. Na, lass uns doch mal den ersten Run hier machen. Da gucken wir uns noch den Magier an zusammen. Und dann schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall auf die... Oh, die schießt auf jeden Fall schnell. Und ich kann Spezialfälle mit Rechtsklick verschießen, wenn ich welche hätte. Ansonsten muss sie in den Nahkampf gehen. Sehr interessant. Okay. Und wir doch nicht. Rüstet deinen Charakter mit magischen Eisfern aus. Zerschmettert brennende Herz mit einem einzigen Treffer. Chance Ziffer zwar langsam, vor allem mit Anwendung 1 von 4. Das ist, wie gesagt, ähnlich wie der Heiltrank. Das ist natürlich aber ganz praktisch, weil die können wir einfach mal den Buckel runterrutschen, ne? Da hinten. Ich kann jetzt einfach von hier killen, ohne überhaupt näher kommen zu müssen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Neuer Tratsch in der Stadt. Wir müssen auch bald ein Level Up haben, ja. Haben wir auch gleich. Auch hier werde ich wahrscheinlich auf Mana gehen. Das ist einfach super wichtig, die ganzen grünen Skills zu haben. Was ist denn da? Achso, das sind einfach nur Flaschen oder sowas, was in der Ecke liegt. Ich habe noch was übersehen tatsächlich. 7 Gold irgendwo. Alter, ich habe gleich am Anfang Gold übersehen. Ich bin so kacke. Und wir haben ja auch die Achievements. Ich meine, ich habe ja noch 130 Achievements offen. Oh, hier. Wo wir den Erzdämon mit allen Heroes killen müssen. Mal schauen. Das wird auf jeden Fall deutlich einfacher mit diesem Hero. Glücklicherweise haben wir hier keine Begrenzung von Fight. Die müssen wir uns auch nicht neu kaufen oder so.
Das ist sehr angenehm. Der Magier wird wahrscheinlich noch stärker sein. Der treffsichere Joe, auch ein Bogenschütze. Easy. Wow. Math was the best, I like the rest. Das ist aus Hackers. Also Hackers hat es wahrscheinlich auch irgendwo hergenommen. Hackers im Netz des FBI. Cooler Film. Ist etwas älter, lasst euch von der Grafik nicht abschrecken. Finde die Szenerie einfach sehr, sehr interessant. Ein Heiltrank. Auf jeden Fall auch mitnehmen. Eispfeil. Dim, 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 dim. Damit haben wir diese Mission abgeschlossen. Bling! Sonst haben wir jetzt zwei neue Leute. Ah, Tratsch brauche ich jetzt nicht. Aufwerten kann ich noch nichts. Runen habe ich noch nicht bekommen. Eieieiei. Erst noch ein Leben. Ja, okay. Jetzt kommen wir zum nächsten. Wir werden aber mal ganz aus dem Magier stehen, hätte ich ja gesagt. Buch des Eises. Verstärkt deine besondere Karten. Das verstehe ich nicht so richtig. Achso, dann wahrscheinlich drei explizite, die nur für diese Klasse gehören. Ich hatte zum Beispiel das Schattenschwert, die brennende Axt und den Morgenstern. Wahrscheinlich sind die drei spezifischen von dem hier gewesen, oder? Kann das sein? Nee, Giftbombe, okay. Mächtiger Schatten. Okay, das sind die drei von ihm gewesen, alles klar. So, und er hat entsprechend Buch des Eises, verstärkt eine Zauber mit Frostmagie, die Feinde verlangsamt einfriert, Stundenglas, verlängert ziemlich die Zeit um dich herum und gewährt dir somit einen taktischen Vorteil deinen Feind gegenüber und Golem beschwört einen mächtigen Steingolem. Oh, der an deiner Seite kommt, sehr nice. Ein mächtiger Mystiker, der in allen schon der Magie geschult ist, da er nur mit einer Robe bekleidet ist, überlässt er den Nahkampf seinen beschworenen Dienern. Das gefällt mir. Und aus seiner sicheren Entfernung unhalb seine Feinde in der Ringe. Virar? Ach nee, komm, gib mal einen Hero. Marodos, Horiro. Das sind alles so komische Namen. Ein beschwörender Held nenne ich ihn Xardas aus Gothic. Was ist super hot gewesen? Achso. Und mit denen muss ich jetzt auch quatschen. Komm, alter Mann. Ja. Let's go! Schauen wir uns also diesen Magier auch noch an. Und ich habe irgendwie Bock, auch mit denen durchzuspielen. Die Geschosse des Magiers verfolgen ihr Ziel, und werden anderen Monstern auf ihrem Weg ausweichen. Cool. Nutze die rechte Monster zum Freizustehen oder Spezialgeschoss zu nutzen. Sehr cool. Aber er hat keine unendliche Reichweite. Mhm, gut zu wissen. Das heißt, wir können hier nicht verfehlen, im Vergleich zum Magier. Witzigerweise ist der Dungeon genau gleich aufgebaut wie... Wie beim anderen Hero gerade. Oh, ich kann einfach ballern, einfach spammen. Ein Feuerpfeil. Ein Feuerball. Schossschaden 2, Anzahl der Geschosse, schmelzgefrorene Herzen. Scheint beim Treffer ein Feuer zu entzünden. Nice, das gefällt mir. Ja, wir machen deutlich mehr Schaden. Aber wir können halt immer selbst entscheiden, ob wir Spezialangriffe nutzen. Hier unten sehen wir die Anzahl noch, die wir übrig haben. Oder ob wir normale Attacks nutzen. Rechts ist halt Spezial. Links ist normal. Ah, nicht getroffen. Hat halt auch eine bestimmte Reichweite. Alter, habe ich schon wieder was vergessen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Alter, bin ich so kacke?
Boah, Alter, ohne Scheiß. Dieser erste dann wahrscheinlich mit dem Krieger 100% gemacht, aber jetzt rush ich hier gerade nur durch. Ernsthaft, habe ich hier Gold vergessen? Tatsächlich. Gott, bin ich schlecht. Muss man nochmal dazu sagen. Bin ich schlecht. Aber der macht immer nur auf maximal 10. Verstehe. Helmut Adlerauge. Oh, macht gut Schaden, muss man sagen. Ich würde ganz gerne einen beschwören. Ein Heiltrank, okay. Ist wahrscheinlich gescriptet, was man den bekommt. Aber gibt es eigentlich ein Achievement? Geh weg. Gib mal die noch offenen. Gibt's hier nicht, weil. Dass wir diese Runs auf jeden Fall durchlaufen müssen. Also, dass ich hier immer das Maximum, dass das komplett abchecken muss. Lass dich vom Heiler 30 mal heilen, sammle 1000 mal Mist, 5000 Fässer. Wenn ich der 30 gefrorene Monster, davon habe ich scheinbar noch gar nichts. Ah, hier Level ganz in zwei verschiedenen Klassen. Ja, okay. Also Level 50 entsprechend. So 500 Bomben, beschwöre 50 Golems. Verschrecke sie mit einer Benutzung der Karte Furcht. Okay. Fast Zombie Mist. Ene Minimu. Was der summt. Also ich hab's jetzt nicht gelesen. War das nicht das A-Team? Toll. Ist einfach mal hinterher geflogen. Um ihn herum geflogen. Dum, 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 dum. Achso, das ist also alles easy. Hexenjäger, ich hoffe, hier hat jemand eine Mistgabe. Herkunft Achieve of Awesome. Ich finde den nicht verkehrt. Wobei der nicht so geil aussieht. Nee, meiner sieht schöner aus. Meiner sieht schöner aus. Ja. Ich muss sagen, der gefällt mir wirklich. Ist sehr interessant. Ja. Ich hab Bock mit dem. Ja, doch, mit einem Mal mit dem Magier nochmal. Mal kurz eine Mission. Okay, das hatten wir ja schon. 31 Minuten und dafür 13% Fortschritt, aber es hat nicht so viel, ne? Ach, nee, ich will hier nicht weitermachen. Wir machen das vielleicht später in einer anderen Session dann. Erstmal möchte ich auf den Krieger zurück switchen. Ah, da haben wir den nächsten. Standard und eigentlich in der Hölle. Machen wir noch sehr klein, ne? Nochmal 15% nochmal dazu, why not? Für 6 Minuten ist das okay. Gehen wir mal ganz kurz durch. Aber wenn man jedes Mal zwischen den Klassen hin und her switcht, ist es schwierig, sich die Skills und alles zu merken. Ding. Deswegen sollte man sich erstmal auf eine Klasse konzentrieren und dann später mit den anderen weitermachen. Kannst du das bitte lassen? Danke. Oh.
mehr Skelettbogenschützen. Oh, ich habe da eine nice Kiste aufgemacht. Sorry. Sterben wir natürlich doof. Nicht alle Schätze verlieren. Aber das wäre dann halt so. Das nur, weil ich geizig bin. Geht's hier noch weiter? Geiles Mistvieh. Oh, nö. Ich hab keine Lust, da hinten lang zu laufen. Ich geh erstmal unten lang. Vielleicht gibt's da noch Schreine und sowas. Ah, gibt's da noch mehr Gegner. Doch, da ist wenigstens ein Heilschrein. Damage. Easy. Easy. Zwei hässliche Frostschützen. Okay. Bling. Das heißt, wir müssen ja tatsächlich nicht jede Strecke ablaufen, das ist gut. Ja, voll ab. Jetzt wäre so ein Klingsturm ganz geil, ne? Alle gehen um sich herum zu schaden. Auch später noch die anderen Schwierigkeitsstufen vor der Bosse machen. Dark. Ding, 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 ding. Haben wir ja auch ein bisschen was vor uns. Wir gehen erstmal hier rein. Speleologischer Terror wieder. Ups, da ist ein Heiltrank gestorben. Ich wollte eigentlich seine die Rüstung brechen. Ah, der brennt überall. Gift-Efeu. Was ist der Bossgegner? Macht ein Gift-Efeu. Vergiftet nicht 30 Monster mit Hilfe von Gift. Achso. Also ein Long-Term. Achievement. Über längere Zeit. Komm, komm, komm. Lass mich dich killen. Danke. Hässliche Steine. Gehen wir erstmal oben lang durch alle Gargoyles durch. Bling. Haben wir da noch ein? Ah, ein verfluchter Sarkophag. Was ist das? Ah, verkackt. Schade. Schade, schade. Bling! Bereit für den Krieg. Rüste alle Kartenmesser mindestens bis Level 2 Karten aus. Nice! Sehr schön. Wie viele Schätze haben wir denn schon drin? 6. Ein korrupter Ring.
Ein seliger, infernalischer, korrupter Ring. Hat Ausweichchance bei Dämonen, hat Trefferchance bei Ziegen. Naja, irgendwann müssen wir mal alle Karten haben, wa? 31 von 40 habe ich. Hier fehlen sogar noch die beiden. Achso, ja. Achso, ich habe gar keine Antwort davon. Alle aufgebraucht. Und die fehlen auch noch alle. Na, ich bin mal gespannt, wann wir die kriegen. Meine Freunde, an der Stelle machen wir erstmal eine kleine Pause. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Book of Demons. Zauderinnen, bis dahin. Ciao, ciao.